Hey, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Ich glaube, jeder von euch kennt diese Situation aus einer Beziehung oder wird sie in der Zukunft nochmal kennenlernen oder aus einer Affäre mit einer Frau. Am Anfang ist es super, ihr habt sehr viel Sex, aber irgendwann kommt der Punkt, wo es weniger Sex wird und irgendwann wird dann um den Sex verhandelt, so im Sinne von, hey, wenn du das machst, wenn du den Müll rausbringst, dann gibt es Sex. Oder hey, ich habe gar nicht so viel Lust auf Sex, weil du dich nicht so einfühlsam gegenüber verhältst und so weiter. Das heißt, am Anfang ist sehr viel Sex und irgendwie im Verlauf dieser Affäre oder Beziehung mit der Frau, das muss nicht immer eine feste Beziehung sein, wird der Sex dann weniger. Ich glaube, verheiratete Männer können davon ein Lied singen und deswegen geht es heute darum, erstmal möchte ich dir erklären, warum das so ist, also warum das passiert, und dann möchte ich dir erklären, was du tun kannst, um den geilen und erfüllenden Sex, den du am Anfang der Beziehung mit der Frau hattest, wieder zurück in dein Leben zu bringen. Okay, schauen wir uns erstmal an, warum das überhaupt so ist. Du musst erstmal verstehen, dass Sex für Frau oder für die Frau auch eine gewisse Art ein Tauschmittel ist. Sex ist für die Frau eines der stärksten Mittel, um einen erfolgreichen oder wertvollen Mann an sich zu binden. Das muss ich dir ja nicht verraten. Wenn du mit einer Frau sehr, sehr guten Sex hast, dann willst du sie wahrscheinlich auch wiedersehen und dann hast du eine geile Zeit mit ihr und freust dich, wenn sie sich meldet und du Zeit mit ihr verbringen kannst. Ja, also wenn eine Frau einem Mann sehr guten Sex geben kann, dann steht der Mann auf diese Frau und dann verliebt er sich in diese Frau. Das ist natürlich nicht der einzige Faktor, das will ich gar nicht sagen, aber es ist ein großer Faktor und ich glaube, da erzähle ich dir jetzt auch als Mann nichts Neues, wenn du eine Frau bist und hier zuschaust, was ja manche sind. Ja, so ist es bei uns Männern. Also Sex ist für die Frau ein sehr starkes auch Mittel, um einen erfolgreichen Mann an sich zu binden. Das heißt, am Anfang gibt sie dir diesen großartigen Sex und das machen die Frauen jetzt nicht aktiv. Das ist nichts Aktives, was die Frauen machen. Also die Frauen sind hier nicht aktiv böse oder irgendwie sowas oder aktiv ausnutzend. Ich möchte nur, dass du verstehst, das ist so ein bisschen im Programm der Frau auch mit drin enthalten. So, Sex ist ein starkes Tauschmittel für mich, also benutze ich das, um einen erfolgreichen Mann an mich zu binden, damit einfach meine Kinder später auch erfolgreich sein können oder gut aufwachsen können. Das ist was ganz Normales, was ganz Biologisches. Das erwähne ich einfach nur, weil manchmal sind die Leute dann so, oh, die bösen Frauen, aber nein, nicht die bösen Frauen, das ist einfach so ein bisschen unsere biologisch programmierte Natur und das ist alles in Ordnung so. Wir Männer haben genau solche Sachen, die man genauso in Frage stellen könnte, aber es ist einfach unsere Natur. Also die Frau benutzt halt diesen Sex so ein bisschen als Tauschmittel und gibt dir halt am Anfang super viel guten Sex davon, bis sie dich dann in der Beziehung hat. Und dann wirst du meistens merken, dass es ein bisschen mehr abnimmt, weil du dich dann ja für diese Beziehung committed hast. Also du hast gesagt, okay, jetzt bin ich in dieser Beziehung und jetzt weiß sie, okay, das Ganze ist ein bisschen sicherer. Und jetzt brauche ich diesen Sex nicht mehr so sehr, um den Mann halt an mich zu binden. Und dann kannst du halt beobachten, wie es mit der Zeit immer weniger wird mit dem Sex. Und das liegt dann einfach daran, dass sie weiß, okay, sie braucht das jetzt nicht mehr so sehr. Sie hat dich relativ sicher. Am Anfang weiß sie halt, oder vor der Beziehung weiß sie halt nicht, oh nein, ist da vielleicht noch eine andere Frau? Könnte er mit einer anderen Frau zusammenkommen? Ich gebe es lieber mein Bestes auf dieser sexuellen Ebene. So, und dann wird das halt mit der Zeit immer weniger. Einfach auch, weil meistens der Wert der Männer in der Beziehung oder in der Affäre dann sinkt. Das ist auch nichts Neues. Die meisten Männer lehnen sich dann sehr stark zurück, wenn sie dann in einer festen Beziehung sind. Manche Männer geben wirklich alle Lebensbereiche auf. Also manche Männer machen nur Karriere, machen sich nur sportlich und machen Muskulatur und so weiter, machen das nur, um eine Frau zu bekommen. Und wenn sie die dann haben, das ist das Gleiche wie mit dem Sex. Die Frau benutzt den Sex, um dich zu binden. So, und du benutzt gutes Aussehen, eine gute Karriere, um eine Frau zu bekommen und zu binden. Das ist genau das Gleiche, nur umgekehrt. So, und dann hörst du damit auf, genau wie die Frau, in der Beziehung und kümmerst dich nicht mehr um deine Karriere, kümmerst dich nicht mehr um dein Aussehen, weil du dir denkst, jetzt habe ich ja die Frau, jetzt passt ja alles. So, und dann sieht die Frau das und merkt so, okay, dieser Mann, so wie der gerade drauf ist oder so wie der sich auch um sich selbst kümmert, wird er sowieso aktuell keine andere Frau bekommen. Das heißt, ich muss mir gar keine Sorgen machen, dass ich den verliere. Und das sorgt halt dafür, dass sie noch weniger Sex mit dir hat, weil das braucht sie dann ja auch nicht mehr. Weil sie weiß ja, okay, keine andere Frau würde den in diesem Zustand haben wollen. Das ist die Logik dahinter. Das ist ganz, ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Dein Wert sinkt, weil du dich nicht um dich selbst kümmerst. Und deswegen weiß sie, sie braucht diesen Sex auch nicht mehr, um dich bei sich zu halten. Und deswegen hat sie auch weniger Sex mit dir, weil sie braucht es ja auch nicht mehr. Und die logische Schlussfolgerung, also das, was du tun musst, um aus diesem Zustand rauszukommen, und ich habe das schon öfter gesagt, ist, dass du einfach wieder deinen Wert erhöhst. Ja, das nennt man auch Rivalitäts-Anxiety. Also wenn die Frau halt merkt, oh, andere Frauen könnten den attraktiv finden, der wird wieder attraktiver, dann wird es auch dafür sorgen, dass die Frau wieder mehr ihre Waffen einsetzt, den Sex, um dich wieder mehr an sich zu binden. Das heißt, dann wird das Ganze wieder entspannter, fröhlicher. Und am Anfang ist es vielleicht so eine Zeit, also wenn du wieder anfängst damit, mehr ins Fitnesscenter zu gehen, mehr dich um dich selbst und deine Karriere zu kümmern, dann ist es am Anfang halt so, dass
es kann zu Problemen führen in der Beziehung am Anfang, weil sich halt was umstellt. Immer wenn sich irgendwas ändert, dann kann das erstmal zu Konflikten führen. Aber auf Dauer wirst du merken, der Sex wird wieder besser, das Ganze wird wieder wesentlich entspannter. Deswegen kann ich dir halt nur empfehlen, dass du da wieder mehr an die Arbeit ist. Karriere, Fitness, all die Sachen, die du nicht gemacht hast in der Beziehung und die du vorher gemacht hast, um dich darum zu kümmern. Und wenn du diesen Weg gehst, wenn du das machst, hallo, dann kannst du, oder dann wirst du merken, dass das Ganze wieder besser wird, dass das Ganze wieder entspannter wird und dass gerade auch der sexuelle Teil in der Beziehung einfach wieder besser funktioniert. Also wenn du an diesem Punkt bist und merkst, okay, das Ganze geht jetzt irgendwie bergab, dann sorg wieder dafür, dass du als Mann generell attraktiver wirst, für andere Frauen vor allem. Das merkt dann deine Frau und dann wird sie wieder mehr den Sex als Tauschmittel in ihrem Fall einsetzen, um dich wieder mehr an sich zu binden. Und dann wird es wieder mehr zu diesem Anfang zurückkommen, zum Anfang der Beziehung, wo der Sex sehr, sehr gut war oder in der Kennenlernphase. Ja, so ist die Dynamik. Ich sage nicht, dass Sex nur als Tauschmittel benutzt wird und Frauen Sex gar nicht genießen. Das ist nicht der Punkt. Aber es wird auch als Tauschmittel benutzt, genauso wie du ein erfolgreiches Leben oder gutes Aussehen oder Muskeln als Tauschmittel benutzt, um die Frau zu bekommen. Und wenn du da aufhörst, diese Sachen zu benutzen oder wenn du sie abbaust, dann wird sie ihr Tauschmittel eben auch nicht mehr einsetzen. Das heißt, wenn du auch in der Beziehung, auch in dem Zusammensein mit einer oder mehreren Frauen immer wieder daran arbeitest, noch attraktiver zu werden für andere Frauen, dann wird die Frau das merken und wird immer dein Level gleich halten oder wird sich, sag ich mal, genauso bemühen und wird dir immer den Sex geben, den du willst. Das ist eine ganz, ganz einfache Rechnung, aber viele Männer machen das halt einfach nicht. Viele Männer kümmern sich halt nicht mehr um sich in der Beziehung und das sorgt dann dafür, dass die Frau merkt, okay, hier muss ich ja sowieso nichts mehr machen, das passt schon. Also das siehst du ganz gut in zum Beispiel langen Ehen, wo die Frau halt sich absolut hundertprozentig sicher ist, okay, der Mann, den verliere ich hier nie wieder an eine andere Frau. Und dann ist es halt meistens so, dass Ehepartner, die zusammenleben, das kennst du sicherlich auch, einfach gar keinen Sex mehr haben, sind so wie Mitbewohner. Ja, kannst du mal deine Eltern beobachten oder Freunde deiner Eltern beobachten oder fragen. Wenn du sie fragst, werden sie das wahrscheinlich nicht sagen, aber beobachte das einfach mal, dann siehst du das vielleicht. Genau, einfach weil der Mann dann in der Ehe, in der Beziehung, er hat Kinder bekommen, er wohnt in einem Reihenhaus, in einem Familienhaus und dann ist es meistens so, dass die meisten Männer nichts mehr wirklich machen in ihrem Leben. Also sie setzen sich halt hin, schauen irgendwie ihr Fußballspiel, gehen zur Arbeit, weil sie halt das Geld verdienen und lassen das Ganze dann so laufen, ganz entspannt. Kann man ja machen, ist ja nichts gegen einzuwenden, man muss sich dann nur dessen bewusst sein, dass die Frau merkt, hey, das ist kein attraktiver Mann, den kann ich an keine andere Frau verlieren, weil keine Frau würde den haben wollen und da muss ich mir auch keine besondere Mühe darum machen, diesen Mann an mich zu binden. Wenn du aber anfängst, wieder an dir selbst zu arbeiten und es reicht nur, wenn du ein bisschen dich wieder um dich selbst kümmerst, ein bisschen ins Fitnesscenter gehst, anfängst besser auszusehen, vielleicht im Job eine Gehaltserhöhung bekommst, da mehr Gas gibst oder wieder ein bisschen mehr in sozialen Umgebungen unterwegs bist. Wenn die Frau das merkt, dann wirst du sehen, wie all dieser gute Sex wieder zurück in euer Zusammensein kommt. Das war's von diesem Thema. Ich hoffe, das Ganze ist sehr verständlich für dich. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du sowas auch schon mal erlebt hast in einer Beziehung oder Zusammensein mit einer Frau. Ich auf jeden Fall. Ich habe das schon oft erlebt. Ich habe selber die Tendenz dazu, in Beziehungen dann so ein bisschen rumzufaulenzen. Ich glaube, das hat jeder Mann. Da muss man einfach nur ein bisschen aufpassen, dass man sich weiter ordentlich um sich selbst kümmert und dann gibt es eigentlich gar keine Probleme. Geil, dass du dabei warst. Hier neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kannst du dich für ein Coaching bewerben. Neue Coachingplätze im nächsten Jahr gibt es noch ein paar. Und rechts in der Ecke kommst du zu einem Video, das ich dir empfehle. Wenn dir das Video gefallen hat, geil, dass du dabei warst. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.